Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ramses der Dicke hat mich für eine Kanal Phänomenal Challenge nominiert. In dieser Challenge geht es darum, Red Bull mit Milch zu mischen und das dann versuchen auf Ex zu trinken. Ich habe keine normale Milch genommen, sondern Hafermilch. Machen wir erstmal das Red Bull auf. Das ist ein Glas, das ist ungefähr 300 Milliliter hoch. Und da kommt erstmal 150 Milliliter Red Bull rein und dann noch 150 Milliliter Hafermilch. So. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel reingemacht. So, ich glaube, das sollte ungefähr die Hälfte sein. Oder? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel reingemacht. Muss ich halt einen Schluck noch so wegtrinken. Oh, jetzt habe ich zu viel weggetrunken. Ein ganz kleiner Schluck ist noch zu viel. So. Ja, das sollte passen. So kann ich noch das restliche Red Bull aus der Dose auch noch austrinken. So, das Red Bull ist ausgetrunken. Was in der Dose noch war. Jetzt schütten wir noch ein bisschen Hafermilch rein. Boah, das sieht schon ein bisschen eklig aus. So, ich glaube, ich hole mal noch schnell irgendwas zum Umrühren. Kein Löffel gefunden, aber dafür eine Suppenkelle. Das geht auch zum Umrühren. So, umgerührt ist es jetzt auch. Dann mal schauen, wie das schmeckt und ob ich das schaffe, auf Ex zu trinken. So, 3, 2, 1, los geht's. So, ich habe das jetzt in einem Zug aufgeschafft. Also ich muss zugeben, ein bisschen eklig schmeckt das schon, aber ich weiß nicht, ob das an der Hafermilch liegt
Aber man kann es echt gut trinken. Und gut rülpsen kann man von dem Zeug auch. Nur dass es leider so einen bitteren Nachgeschmack hat. So, Red Bull mit Milch-Challenge habe ich geschafft. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich Hafermilch genommen habe. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.